Also, ich möchte mal ganz kurz hier jetzt andeuten, ne? Jetzt habe ich den Wolke gerade voll reingerissen. Da hat der wirklich gerade die ganze Zitronenlimonade ausgesoffen. Ich glaube es nicht. Das wollte ich jetzt hier mal andeuten, deswegen habe ich jetzt einfach so mitten in die andere Aufnahme reingeworfen. Das glaube ich nicht, das hat er jetzt wirklich nicht gemacht. Ne? Ja, sorry. Außerdem war sie ja nicht mal voll. Also nicht ganz voll. Sie war ja nur noch hier bis... Nicht so voll wie Lilly. Oh mein Gott, das geht ja. Ja, Achtung, Beine hoch. Okay. Gut, na dann, gut. Wo geht's weiter? Poki, was hast du zu dem Scheiße zu sagen? Oh, 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 Lilly ist eingesperrt. Ja, tatsächlich ist es auch der Augenblick, in dem man entdeckt, dass diese Jagd nach dieser zusammengerollten Karte, die man jetzt ja irgendwie die ganze Zeit hinterhergejagt hat und wer weiß, was angestellt hat, um da ranzukommen, eigentlich total sinnlos war. Babam! Im Endeffekt wusste man ja schon, wo etwas versteckt ist. Ich, eigentlich, ehrlich gesagt, so dieser Sachzusammenhang muss es ja trotzdem machen. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, weswegen. Also natürlich, um Justitia zu begegnen und endlich lügen zu dürfen. Also um einen weiteren Dämonen hier zu bekämpfen. Übrigens abermals der wundervolle Alexander Grimm in einer weiteren Harvey-Inkarnation. Das ist ein sehr, sehr lustiger Sachverhalt für Game-Designer. Als Spieler ärgert man sich vielleicht ein bisschen, weil endlich diese Karte bekommen hat, die einem die ganze Zeit nur so vor der Nase wegläuft und dann halt irgendwie die ganze Zeit in Reichweite liegt, fast schon, aber eben doch nicht erreichbar hinter Gittern. Und wenn man endlich sieht, so, okay, richtig, das wusste ich ja schon alles, das bringt mir gar nichts. Dieses Minispiel wollte ich die ganze Zeit über im Spiel machen. Ich hatte schon immer ein Faible dafür, Logiken so zu verdrehen, dass sie gegen einen arbeiten. Und halt ein Minispiel daraus zu machen, so Überzeugungen einfach so logisch miteinander zu kombinieren, ist halt genau das Gegenteil von dem, was man ursprünglich als Prämisse vorgegeben hat. Das hat mich einfach fasziniert, das irgendwie hinzubekommen. Ich weiß, die Umsetzung hat so ihre Macken und ob es Spaß macht, war mir eigentlich alles Wurst. Ich wollte es einfach nur machen. Und ich habe ganz viele Leute dran gesetzt, die halt irgendwie mit dieser Vorgabe dieses Minigame designen sollten. Und alle so, oh, das funktioniert doch gar nicht, das geht doch gar nicht, das ist doch nicht machbar. Aber im Endeffekt ist was dabei rausgekommen, das hat tatsächlich irgendwie funktioniert. Okay, und jetzt kommt ein ganz tiefer Griff in meine Historie und ich hoffe, ich kriege es zusammen. Ich habe das Ganze mal versucht vor unzähligen Jahren. Also der erste Versuch, diese Idee irgendwie in die Tat umzusetzen, war in Gedichtform. Und das Gedicht ging, warte, jetzt muss ich mich tatsächlich konzentrieren. Wenn Wahrheit stets recht ist und gut was gelogen ist, nein, ich sehe. Es war aber total lustig, das Gedicht. Oh Mann, war das lustig. Ihr werdet es nie hören. Es war aber richtig lustig. Ich kann mich jetzt noch drüber lachen. Was für ein Gedicht. Tja, schade, dass wir das nicht hören dürfen, Poki. Danke, Poki, das war ja... Hättest du es nicht gesagt, wenn man jetzt wenigstens nicht so eifersüchtig auf das... Eifersüchtig? Eifersüchtig. Justitia! Darling, bist du etwa raus? Aha. Das dachte ich mir. Aber du säßest wohl kaum da drinnen, wenn du wüsstest, wie man sich anständig beträgt, oder? Aha. Kein Wort. Du wolltest mir doch nicht etwa widersprechen, oder doch? Aha. Nun, dagegen ist nichts einzuwenden. Widersprechen ist super. Manchmal widerspreche ich schon zum Frühstück. 3 Scheiben Toast. Oh, lecker Toast. Aber das wäre gelogen. Und wir wissen doch beide. Du sollst nicht lügen. Lügen sind böse. Was? Natürlich sind Lügen böse. Warte. Ich zeig's dir hier an der Tafel. Schau dir die Tafel gut an. Sie zeigt einige der Grundfesten unseres Rechtssystems. Zum Beispiel, dass Lügen böse sind. Nie, nein. Natürlich sind Lügen böse. Es lässt sich leicht aus den 4 obersten Grundfesten ableiten. Gott ist gut und wahrhaftig. Der Teufel jedoch ist böse, mit viel Weisheit. Gott ist die Wahrheit, jedoch er ist voll der Weisheit. Der Teufel aber lügt mit all seiner Bosheit. Und darum sind Lügen immer böse. Die logische Kette, die einen dahin führt, kannst selbst du knüpfen. Es sind nur 3 kleine Schritte bis zum Ergebnis.
Ja, das werden wir tun. Ja, das heißt, wir also müssen, Gott ist gut und wahrhaftig. Also gut und Wahrheit. Das Gegenteil ist. Nee, das ist ja bloß. Ja, das ist logisch. Wahrheit, Weisheit, gut. Ach, das gut ist die Weisheit, also ist Teufel ist böse plus Weisheit und lügt mit all seiner Bosheit. Also ist die Weisheit gut und die Lüge ist weise. Also ist das plus das. Also, Lügen sind gut, aber das kann doch nicht sein. Das scheint alles zu stimmen. Das ist doch. Ja, aber was? Wir haben sie besiegt. Wir haben sie besiegt. Wir haben sie besiegt. Offenbar hatte sich Justitia geirrt. Wie es aussah, waren Lügen gar nicht so übel. Lilly hatte eine weitere Blockade gelöst. Meine Frage, woran ist die lila Knurre? Keine Ahnung, die. Das war gerade echtes Blut. Das war echtes Blut. Dum, dum, lass uns singen, wir können bam, das so bam, gut. Lala. La. Ja, und ich fand's ja lustig, dass sonst alle Errungenschaften irgendwie schon freigeschaltet waren, wir hier jetzt auch noch eine Errungenschaft bekommen. Obwohl haben, ich das auch schon gemacht habe, also. Ja, deswegen, das ist. Ja. Hallo Polizist! Ah, nee, Quatsch, warte. Moment. Verbote. Lügen! Bam! Super Lilly! Yes! Aha. Du versprichst es also? Nie wieder Unsinn, ja? Aha. Und du flunkerst auch nicht? Aha. Na gut, dann werde ich dir wohl mal glauben müssen. Willkommen in der Freiheit. Juhu! Super, das ging ja jetzt ganz einfach. Stell dich mal vor. Das ist ja eine Lehre. Aha. Solange es noch dunkel ist, solltest du lieber drinnen bleiben. Bei Nacht ist es da draußen viel zu gefährlich. Hm? Am besten, man bleibt zu Hause. Okay. Ja, und jetzt stell dir vor, jeder Gangster würde so leicht aus seiner Zelle rauskommen. Dann wäre die Welt sehr unsicher. Ja. Wo willst du denn hin? Du hast doch gehört, dass es draußen gefährlich ist. Du sollst dich nicht an gefährlichen Orten herumtreiben. Es gibt so viele andere schöne Orte, an denen Kinder sich aufhalten können. Bei einem Buchstabierwettbewerb zum Beispiel. Oder einem Rolf Zuckowski-Konzert. Oh Gott. Aber der Harvey bleibt ja da wieder so ganz pflichtbewusst stehen. Ja, und an dieser Stelle muss man sagen, genau an dieser Stelle, wo dieses Rolf Zuckowski-Konzert erwähnt wurde, hat der weltberühmte Gronkh sich so in Grund und Boden gefeiert, dass er sich nicht mehr einkriegen konnte. Dieser Rolf Zuckowski muss echt super Hits geschrieben haben, so wie Gronkh das. Ich hab mal eine CD von Rolf Zuckowski gehabt. Es waren ein paar schöne Lieder dabei. Jetzt würde ich es mir nicht mehr anhören, aber früher, wo ich kleiner war. Na, war auf Drogen. Nein, eigentlich nicht. Soweit ich weiß nicht, nein. Soweit ich weiß nicht, okay. Naja, dann, aber Harvey wird gleich auf Drogen sein, und zwar auf Wollknäuel-Drogen. B-Drogen. Wogi. Wir kommen ziemlich oft in diese Welt rein und lösen gerade auch ziemlich viele Quests hintereinander, ne? Und wir kommen jetzt anscheinend auch hier wieder raus. Und genau. Dann sind wir wieder. Und ja, aber was machen wir jetzt? Das ist die Frage, ne? Kommen wir jetzt vielleicht hier in die... Ach nein, ich habe da eine kleine Idee. Ich sag mal, geht das, ja? Und wir haben hier mit den Hunden noch... Hallo Barmann. Hallo? Ich bin der Geist der vergangenen Weihnacht. Alles klar. Ich soll dir helfen, ein besserer Mensch zu werden. Hm? War ein Witz. Ich bin einfach nur tot gefangen im Limbus. Ist aber ganz lustig hier. Man kann in Störbildern erscheinen, auf dem Friedhof Emos erschrecken.
Ich wünschte trotzdem, ich hätte Geld für den Fährmann dabei. Aber ich musste ja all mein Erspartes in die Seenotopfer stecken. Sammel? Wieso Sammelbüchse? Ja. Ah! Gut. Ich glaube, ich habe eine Idee. Wir können ja nicht raus, gell? Ja. Wir haben aber Geld im richtigen Inventar dabei. Richtig. Wenn wir jetzt hier rausgehen, dann kommen wir doch hier auch sicher bei dem Bar, bei der Bar raus, oder? Weil auf der, in der Polizeistation stand da auch gerade so ein Pott Kaffee. Warte. Oder wir gucken mal, weil hier könnte man ja auch noch in die Prärie gehen. Nee, aber wir brauchen ja das Geld, weil der braucht ja Geld für den Fährmann, hat er gerade gesagt. Ja, guck, hier ist auch so ein Pott. Hier kommen wir doch sicher hier drüben wieder raus. Gucken wir mal, lassen wir uns mal überraschen. Und hier müssten wir doch dann eigentlich im Sattel. Wir gehen ja da nicht raus. Wir gehen nur im Trance, gehen wir dann darüber sozusagen. Lilly war sich zwar nicht ganz sicher, ob man als Kind Kaffee trinken sollte, aber es gab keinen Blocker, also war das wohl okay. Na, wenn sie das so sieht. Wow. Erstaunlich. Der Kaffee war so stark, dass er Lilly aus ihrer Trance riss. So schön, dass du überall Kaffee steht auf einmal. Ja. Und jetzt will ich das probieren. Der Barmann, ich kenne mich ja ein bisschen mit Geschichte, mit so Religion aus. Idee im Hinterkopf. Was? Der Barmann schlief scheinbar seinen Rausch aus. Lilly behielt die Idee im Hinterkopf. Hey, wieso geht das nicht? Der Barmann. Aber kommen wir jetzt hier. Also wir sind auf jeden Fall in einem anderen Haus jetzt drin, aber kommen wir jetzt hier. Wo willst du denn? Ah, okay. Moment. Gut, dann haben wir jetzt hier auch ein HW. Seltsam, dass zwei HWs hier rumstehen jetzt, gell? Ja. Habe ich einen Einstieg verpasst. Boogie. Kannst du vorne auch schon. Boogie. Und wir sind wieder zurück. Genau. Aber eigentlich müssten wir mit. Der Limbus ist lustig. Ich und die Jungs gehen nachher noch an Kinderzimmertüren rütteln. Ich wünschte trotzdem, ich hätte ein paar Münzen für den Fährmann mitgenommen. Ja, aber ich würde dir welche geben. Dem Barmann schien es gut zu gehen. Gott sei Dank. Der Limbo. Egal. Ja, okay, gut, es geht anscheinend nicht. Die Zigaretten konnten wir nicht nehmen. Sektkühl bringt uns nichts mehr. Warum konnten wir die Zigarren nicht nehmen? Was Weil wir dazu was zocken müssen mit den Hunden. Dazu brauchen wir alle auch wieder Geld. Ach so, stimmt, ja. Wir brauchen das Geld auf jeden Fall. Wir brauchen hier für alles Geld irgendwie. Das heißt, wir müssen in die Mine. Das heißt, wir müssen den Typen da irgendwie... Da ist das Geld, da ist da maximal Gold drin. Und Gold funktioniert für den Barmann nicht. Überlegen wir mal. Bei dem springenden Sandohr. Oder auch nicht. Ja, ich laufe gerade alles ab irgendwie. Gucken, ob irgendwas Neues da ist. Weil wir haben ja schon viel gemacht, ne? Das ist ja jetzt so... Vielleicht können wir ja jetzt bei dem, Goldsammler da irgendwie nochmal. Moment, wir können doch jetzt lügen. Stimmt. Huch, bist du das Kleine? Sag mal, was hast du denn im Limbus verloren? Ja, das ist doch nicht Geld. Klar. Doch. Hey. Ja, ich bin tot. Aha. Oh je. Du Arme. Ich hoffe, du hast daran gedacht, dir Münzen für den Fährmann auf die Augen legen zu lassen. Das ist ja furchtbar. Ohne Kleingeld ist man in der Zwischenwelt nämlich ganz schön aufgeschmissen. Und leider gibt es nur die eine Möglichkeit, weltliche Güter in die Welt der Trance und der Geister mitzunehmen. Man legt sie auf die Augen. Alles klar, gut, dann wissen wir jetzt Können wir das jetzt machen, eventuell? Bestimmt, wahrscheinlich. Hätten wir diese Info erst gebraucht? Ich glaube schon. Dann probieren wir das nochmal. Aber das war ja den Kaffee muss. Den Kaffee will ich, genau.
So, trinken wir mal schnell einen Schluck Kaffee hier. Ah, schön erfrischend. Also ich mag Kaffee nicht, weiß nicht, wie das bei euch aussieht. Der Nevergiss trinkt ganz gerne mal einen. Drei. Mir ist das so bitter. Ja, ich trinke auch nur mit Zucker und Milch. Also so ist gut. Bist du gut, so ich habe Kaffee-Pussy eigentlich. Nee, gut, ich trinke auch schwarz. Also, das Heftigste, was ich gemacht habe, liebe Kinder, macht das nicht nach, war eine Tasse und 12 Löffel. Das war fast breiig schon. Warum? Weil ich mal ausprobieren wollte, wie weit man es treiben kann mit Kaffee. Danach war ich 5 Stunden wach und hatte Osterbauchschmerzen. Tut's nicht. Lilly platzierte das Geld auf den Augen des Barmanns. Da er schlief, gab sie ihm nur ganz wenig Trinkgeld. Ganz wenig Trinkgeld. Bam! Ja. Jetzt ist der Hase schon wieder weg hier. Ah, okay, gut. Ja, okay. Wolf Zukowski, genau, da gehen wir demnächst mal hin, gell? Haben wir uns vorhin so überlegt, gehen wir mal. Also, ich fand den früher nicht schlecht. Ich müsste jetzt eigentlich an dieser Stelle so ein Rolf Zukowski-Konzert einblenden. Ja. Ich bin total perplex bei diesem Boogie immer. Naja, egal. Barmann, du hast halt sicher Geld, gell? Na, wenn das mal nicht das kleine Mädchen aus der Bar ist. Schau mal, was ich hier habe. Irgendjemand hat meinen sterblichen Überresten Geld auf die Augen gelegt. Das ist mehr als genug, um den Fährmann zu bezahlen. Nimm du ruhig den Rest. Ich werde hier nicht mehr alt. Vielleicht noch aus 1-2 Fernsehbildschirm krabbeln, aber dann ab ins Jenseits. Gut. Gut, das war eine Anspielung auf einen Film, den ihr bestimmt alle kennt. Aus dem Fernsehbildschirm krabbeln. Wer nicht, der sollte das eventuell einfach mal so im Internet eingeben, findet er bestimmt zu diesem Film. Ist ein sehr guter Film. Und wir, das war heute auch eine sehr gute Folge, nehme ich stark an, denn wir müssen uns heute wieder verabschieden, denn wir sehen uns erst morgen wieder. Tschüss! Geld, 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 Ge